Und herzlich willkommen. Wir starten in eine neue Runde Südmeer 3. Das ist das Level im Prinzip, wo wir die rote Zora jetzt endgültig ihren Schlüssel abjagen für das eine Tor, das goldene Tor. So, was bekommen wir denn? Wir haben einen Kapitän, wir haben eine Mannschaft. Er ruft immer wieder, naja, Verbündete her. Das heißt, wir sollten hier erstmal ein bisschen aufbauen. Und machen das schön, indem sie einmal drauf geht. Und indem er den Blöden ein bisschen abräumt. So. Beide greifen an. Es ist aber noch wenig Schaden, deswegen können wir hier schön nochmal drauf gehen. Zack, einmal drauf und er kriegt wieder so das Schild. Okay, er ruft wieder einen her. So, einmal hinten drauf, zack. Na, nochmal abräumen, zack. Und er kriegt wieder das Schild. So, langsam sollten wir anfangen mit Mathilde zum Heilen. Wir lassen sie selber heilen erstmal als wichtigstes. Wir geben hier ein Schild und hauen den nächsten. Ja. Okay. Ich würde sagen, damit wir einfach ein bisschen hier Ruhe haben. Ach, ich hätte auch noch meine Chili übrig. Ach Mist, dann hätte ich heilen können. So, einmal. Er ruft neue Compadres her. So, wir sollten hier heilen. Von ihm hier unten weg. Auch nicht ganz. Habe ich noch irgendwas vergessen, oder? Ach, er muss noch einmal Schild geben. So, er hat ihn vergiftet, deswegen einmal hier weghauen und hier oben sehen wir jetzt wieder ein Schild. So, er haut drauf, wir gehen auf Heilung, gehen auf Schild und gehen auf Angriff. Zack. Gleich spielen nochmal volle Heilung, voller Angriff. Ist. Er muss ein bisschen mehr geheilt werden. Und in den Angriff. So, er macht nichts. Das ist normalerweise ein schönes Zeichen für uns. Deswegen können wir hier einmal volle Power drauf. Und wir haben die Tomate, die Chili. Und können jetzt hier den vollen Schaden einmal nicht draufhauen. So, alle drei hatten volles Leben. Na komm, das muss doch wenigstens immer sein. Jawohl, 3 Sterne. Und jetzt müssen wir nur noch die Kiste erreichen. Komm. No, genau daneben. Komm, 2. Versuch. Okay. Jawohl. Die Kiste ist unseres. Zusätzlich noch ein bisschen hier. Ja, hat sich nicht ganz so gelohnt, so viele Freundschaftsmünzen einzusetzen. Aber was soll's, wir haben den Schlüssel bekommen. Ich werde die anderen Sachen noch ranschneiden und wir sehen uns in der nächsten Runde bei Angry Birds Epic. Bis dann, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.